willkommen an alle, die heute der Webkonferenz teilnehmen. Traditionell findet diese am Anfang des Quartals statt und ich darf Sie im Namen der Geschäftsführung begrüßen. Mein Name ist Patrick Hussi, ich verantworte das Portfolio und Risikomanagement bei Sendix und uns zugeschaltet ist Manfred Hübner, ebenfalls Geschäftsführer bei Sendix, Sendix Gründer und Chefstratege. Er wird uns gleich einen Ausblick auf das zweite Quartal geben und im Anschluss werde ich dann etwas zur praktischen Umsetzung dieser Signale in unseren Fonds sagen. Unser Webinar richtet sich traditionell an den institutionellen, an den professionellen Marktteilnehmer. Aus diesem Grund bitte ich Sie auch, diesen Disclaimer zur Kenntnis zu nehmen. Sendix steht mit seinem Ansatz für konträres Denken, konsequentes Handeln und eine einzigartige Diversifikation. Diese Tugenden sind mehr denn je gefragt, wenn es darum geht, dass Märkte vermeintlich verrückt spielen, so wie aktuell in der Corona-Krise. Das extreme Umfeld führt uns vor Augen, was es bedeutet, passiv investiert zu sein oder dem Ganzen aktiv zu begegnen. Und dazu müssen Fragen beantwortet werden, wie die Zukunft aussieht. Lieber Manfred, wie siehst du als Stratege die Märkte? Wo stehen wir aktuell und auf was sollten sich die Anleger einstellen? Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite an die Teilnehmer der Sendix Webinars. Wo stehen wir? Wir stehen immer noch im Spannungsfeld zwischen unhaltbaren Zuständen, die durch die Corona-Krise ausgelöst werden und der Hoffnung darauf, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Die Italiener haben ja da einen wunderschönen Hashtag gefunden, Antra Tutto Bene, es wird schon gut gehen. Und in dem Spannungsfeld befinden wir uns noch und wir werden heute versuchen, ein bisschen tiefer reinzuschauen, zu schauen, ob wir tatsächlich schon berechtigte Hoffnungen haben können dafür, dass es schon bald besser gehen wird oder ob wir uns nochmal auf neue Widrigkeiten einstellen müssen. Vorweggeschickt, ich werde mich gerade was das ganze Corona-Umfeld heute kurz fassen, wir wollen die Zeit effektiv nutzen, neue Aspekte noch hinzubringen. Ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, unser letztes Webinar gegebenenfalls sich nochmal anzuschauen unter Publikation Webinare auf der Homepage beziehungsweise im YouTube-Kanal ist es verlinkt, die Darstellung der Corona-Krise, weil alles das, was wir dort gesagt haben, ist aus unserer Sicht nach wie vor gültig und um Doppelungen zu vermeiden, wie gesagt, will ich das überspringen. Generell muss man sagen, und das ist ja ein Chart, den wir seit vielen, vielen Monaten Ihnen immer wieder zeigen, ist die Volatilität, die in die Märkte zurückgekommen ist, nicht wirklich überraschend. Wir haben seit mehreren Jahren einen Trend zur Verflachung von Zinsstrukturkurven. Das ist die blaue Linie invers dargestellt. Das heißt, wenn die blaue Linie steigt, wird die Zinsstrukturkurve flacher und das ist schon immer ein Signal dafür gewesen, dass die Volatilität an den Märkten letztendlich zunimmt, weil eine flache Zinsstrukturkurve ein Vorbote dafür ist, dass die wirtschaftlichen Umstände schwieriger werden, dass Liquiditätspräferenz in den Märkten steigt und dementsprechend verwundert es nicht wirklich, dass wir einen Volatilitätsanstieg gesehen haben. Die grüne Linie, der grüne Pfeil zeigt es Ihnen an, was wir ja schon seit langem hier gesagt haben. Allerdings das Ausmaß des Volatilitätsanstiegs ist natürlich außerordentlich und ist auch von uns in keinster Weise erwartet worden. Es verwundert nicht, wenn wir ein so starkes Überschießen der Volatilität haben, dass wir jetzt eine gewisse Beruhigung bekommen. Aber, und das ist erstmal schon hier der erste Hinweis darauf, Sie sehen schon, dass dieses Umfeld einer flachen Zinsstrukturkurve, das ist ja ein vorauslaufender Indikator, der fast 2 Jahre in die Zukunft schaut, hier uns noch die nächsten 12 bis 18 Monate ein Umfeld andeutet, wo wir insgesamt mit einer hohen Volatilität, anhaltend hohen Volatilität rechnen müssen, auch wenn sich natürlich zwischendrin die Volatilität etwas zurückbilden kann. Und das ist eine schlechte Nachricht für alle diejenigen, die sehr stark auf Volatilität setzen. Was wir gesehen haben in den letzten Wochen, ist, dass wir einige Konzepte, einige Volatilitätskonzepte, die versuchen, durch Volatilität Zusatzerträge zu generieren, heftigste Verluste erleiden mussten. Kein Wunder bei einem solchen Volatilitätsanstieg. Was wir aber interessanterweise sehen können, ist, und das wird hier so ein bisschen deutlich, wenn wir uns mal
die Positionierung der Anleger anschaut, dass immer noch die Anleger per Saldo auf fallende Volatilität setzen. Also im Jahr 2018, als wir die Korrektur hatten, sind wir sehr, sehr schnell ausgestopft worden in die Volatilitätsprodukten. Und Sie sehen, wie aus einer negativen Positionierung in Volatilität eine positive wurde. Wir hatten auch jetzt vor der Krise wieder eine Extrempositionierung auf sinkende Volatilität, aber am aktuellen Rand, ich habe das hier oben mal so ein bisschen schon angekringelt, sind wir immer noch im Markt leicht short. Und das ist sehr verwunderlich, dass trotz dieser enorm heftigen Verwerfung, der enormen Unsicherheit, die wir ja an den Märkten haben, kein Mensch von uns kann so richtig eigentlich in den nächsten Wochen in die Zukunft schauen und vorhersagen, wie sich die Entwicklungen weiter gestalten werden, sind die Anleger sehr, sehr zurückhaltend, hier wirklich einen Stop-Loss zu nehmen. Und das ist ein weiterer Baustein dafür, dass wir glauben, dass die Phase hoher Volatilität uns prinzipiell erhalten bleibt und es für alle diejenigen, die eben konzeptionell auf diesen Faktor Volatilität setzen, ist kein leichtes Spiel in den nächsten Wochen werden wird. Sie werden anhaltend vom Markt, wie gesagt, unter Stress gesetzt werden. Wenn wir uns dann aber mal das Ganze unter einem anderen Blickwinkel, nämlich unter dem Blickwinkel der Marktperspektive anschaut, dann sieht man, dass eine so hohe Volatilität in Orange sehen Sie in dem Chart den VIX-Volatilitätsindex geteilt durch die Volatilität des VIX. Das ist also ein abgewandelter Volatilitätsindikator, wo sozusagen auch nochmal die Volatilität der Volatilität sozusagen mit berücksichtigt wird, dann sieht man, dass wir hier einen außergewöhnlichen Punkt erreicht hatten, einen sehr hohen Wert in diesem Indikator, wie wir ihn zuletzt im Jahr 2008 in der Finanzkrise erreicht hatten. Und ein so hoher Wert ist natürlich schon immer ein Hinweis darauf, dass kurzfristig am Markt die Besorgnisse überhand nehmen und eine Markterholung eintritt. Was dieser Chart aber auch noch zeigt, ich habe in Blau den S&P abgetragen und in Grün mal das Sentiment, wie wir es bei Sentix messen, dass der Mythos, dass Volatilität ein Sentimentindikator sei, mit dem möchte ich an dieser Stelle wirklich ein für alle Mal aufräumen. Sie sehen es sehr deutlich, dass zum Beispiel in dieser Phase hier 2017, wo wir hohen Pessimismus am Markt gemessen haben, wir überhaupt keine Volatilität hatten. Das heißt also, Pessimismus, Optimismus und Volatilität, die können Hand in Hand gehen, so wie wir es hier in 2020 der Fall hatten. Aber in vielen Fällen ist das nicht der Fall und viele sehr gute Kaufgelegenheiten. Und dieser Punkt hier in 2017, den ich markiert habe, das war ja eine exzellente Kaufgelegenheit, wurde Ihnen zum Beispiel von einem Volatilitätsindikator überhaupt nicht angezeigt. Nichtsdestotrotz, wenn beide Faktoren zusammenkommen, wir also eine skeptische Stimmung haben wie aktuell und eine hohe Volatilität, dann haben wir natürlich erstmal einen sehr, sehr guten Punkt für eine technische Erholung im Markt. Aber bitte passen Sie in den nächsten Wochen auf. Dadurch, dass wir strukturell eine hohe Volatilität behalten werden, wird man den einen oder anderen Marktwendepunkt über Volatilität nicht erkennen können. Wenn Sie also wirklich stimmungsgetrieben sich positionieren wollen, dann ist es wichtig, dass Sie auf das Sentiment schauen und nicht nur oder bestenfalls ergänzend auf den Volatilitätsfaktor. Und hier sieht man eben sehr schön, und das war ja auch unsere Prognose beim letzten Webinar, 15. März, dass wir gesagt haben, wir haben einen Tiefpunkt erreicht, wir werden eine Erholung bekommen, die in den April hineinführen wird. Der April, der ja traditionell ja ein guter Aktienmonat ist, weil normalerweise im April die Dividenden gezahlt werden. Dieses Jahr wird es da eher weniger geben. Aber das war natürlich ein saisonaler Faktor, der hier eine gewisse Erholung ermöglicht. Und wir haben das Ganze als Hoffnungsrallye getauft, dass also diese Bewegung von Hoffnung getragen wird, von der Hoffnung getragen wird, dass diese Krise doch irgendwie ja mit diesem heftigen Einschlag möglichst bald auch beendet sein wird. Und diese Hoffnung ruhen auf zwei Faktoren. Die ruhen zum einen auf einer sehr expansiven Geldpolitik. Und Sie brauchen sich nur mal anzuschauen, zum Beispiel die Bilanzsumme der US-Fed, die jetzt binnen 4 Wochen über 1 Billion, also 1.000 Milliarden US-Dollar in das System gepumpt haben. Und das führt natürlich dazu, dass die Geldmengenaggregate steigen. Was wir bei Sentix hier gemacht haben, in Orange, wir haben hier mal sozusagen ein Proxy erstellt für das globale Geldmengenwachstum. Das heißt, wir haben uns die Geldmengen von USA, Euroland und Japan
mal stellvertretend angeschaut, haben die auch ein bisschen nach Bedeutung gewichtet. Und da sieht man natürlich, dass wir hier ein sehr starkes Geldmengenwachstum haben. Hier fehlen noch die letzten US-Werte, die aller Voraussicht nach nochmal einen sehr starken Anstieg der Geldmenge bringen werden. Das heißt, das ist also ein sehr, sehr starker Faktor, der dazu führen kann, dass Märkte sich erholen. Aber wir sollten ein bisschen vorsichtig sein mit der Hoffnung. Ich möchte hier zum Beispiel an die Phase 2001 erinnern. Auch damals hatten wir in einen Abwärtstrend eine starke Erholung oder eine starke Ausweitung der Geldmenge. Aber wenn Sie sich das mal genau anschauen, dann sehen Sie, das hat dazu geführt, dass wir hier unten in 2001, das war ja immer 9/11, was da das große Ereignis war, das hat die Märkte stabilisiert, aber es hat eben nicht dazu geführt, dass der Bärenmarkt wirklich schon am Tief war. Und auch in 2008, als wir ebenfalls eine sehr, sehr starke Geldmengenausweitung im Zuge der Lehman-Krise gesehen haben, hat es im Endeffekt noch ein, zwei Monate gedauert, und einer Bodenbildung bedurft, bis tatsächlich sich die Aktienmärkte stabilisiert haben. Das heißt, Geldmengensteigerung ist ein wichtiger Baustein dafür, dass sich überhaupt eine Stabilität an den Märkten einstellen kann. Sie ist aber in aller Regel keine ausreichende Bedingung dafür, dass wir tatsächlich eine untere Wendeformation schon abgeschlossen haben, sprich, dass wir also hier am aktuellen Markt ein V-Umkehr haben und wir sozusagen von heute ab gesehen direkt wieder auf alte Höhen steigen werden, ist zumindest aus der Geldmenge allein nicht abzuleiten. Der zweite Hoffnungsschimmer, den die Anleger haben, oder die zweite Hoffnung, die unseres Erachtens auch berechtigt ist, die resultiert aus einer defensiven Anlegerpositionierung. Wir bei Sentix messen ja systematisch nicht nur die Stimmung, sondern wir messen ja auch systematisch, wie Anleger sich an den Märkten positionieren. Und Sie sehen hier im Chart dargestellt, in Blau den Stoxx 600 Kursindex und die Linie zeigt Ihnen die Positionierung der Anleger in Aktien als sogenannten Z-Score an. Das heißt, wenn die Fläche grün schraffiert ist, sind die Anleger tendenziell überinvestiert in Aktien. Wenn die Fläche rot schraffiert ist, sind die Anleger tendenziell unterinvestiert. Und ja, wir messen am aktuellen Rand eine relativ defensive Positionierung. Aber wer hat verkauft? Es haben unseres Erachtens nach in dieser Bewegung im Wesentlichen eigentlich nur diejenigen verkauft, die mehr oder weniger systematische Stop-Loss-Regeln verfolgen, die also entweder Value at Risk getrieben oder aber durch Trendfolgesystematiken andere Stop-Loss-Techniken verkauft haben und nur im relativ geringen Umfang haben Anleger verkauft, weil sie schlicht die Nerven verloren haben. Die allermeisten Anleger waren durch die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung komplett überfordert. Überall dort, wo Gremien zu entscheiden haben, konnten eigentlich im März gar keine vernünftigen Entscheidungen getroffen werden. Allein schon, weil man ja die ganzen Daten, was auf uns eingeströmt ist, gar nicht vernünftig werten konnte. Und deswegen ist zwar diese Unterinvestierung, die wir hier messen, auch wieder ein Baustein dafür, dass wir jetzt eine gewisse Kurserholung sehen. Aber wenn wir uns auch hier wieder in die Vergangenheit bemühen, zum Beispiel 2007, 2008, dann sieht man, dass auch in 2007 wir nach der ersten Welle des Marktes eine Unterinvestierung hatten, die ungefähr auf dem aktuellen Niveau liegt, wir dann eine gewisse Stabilisierung bekommen haben und dann nochmal eine zweite Abverkaufswelle gekommen ist, die uns dann insgesamt auf viel tiefere Levels in der Positionierung geführt haben. Und was unseres Erachtens nach fehlt, wenn man mal sieht, wir haben die größte Krise, die alle, die am Markt aktiv sind, jemals erlebt haben. Aber wir haben bei weitem kein Entsetzen über diese Krise, die auch nur ansatzweise historische Ausmaße hat. Das heißt, die komplette Verarbeitung dessen, dass wir hier tatsächlich mit einer massiven wirtschaftlichen Verwerfung konfrontiert sind, hat unseres Erachtens nach noch gar nicht richtig stattgefunden, weil es einfach Zeit braucht. Und wir befürchten, dass nach einer Zwischenerholung, wenn diese ja, Hoffnungsrallye an ihren Endpunkt gelangt, dass wir dann nochmal eine zweite Welle, eine zweite Verkaufswelle sehen, die auch diejenigen erfassen wird, die jetzt im März einfach aufgrund der Geschwindigkeit des Rückgangs gar nicht verkaufen konnten und die in dieser zweiten Phase, wenn sie erkennen, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen tatsächlich groß sind, dann nochmal zur Tat schreiten und Positionierung abbauen.
Und da sind wir dann auch letztendlich bei dem Punkt, was wir ja am letzten Webinar auch hatten, nämlich beim Stimmungszyklus. Wer unsere Analysen länger kennt, der weiß, dass wir ganz gerne mit einem schematischen Stimmungsfahrplan arbeiten, um die Bewegungen einzuordnen. Und wir haben mal das Ganze als Stimmungsfahrplan der großen Disruption genannt, weil uns für diese aktuelle Bewegung des Marktes noch kein besseres Wort eingefallen ist, denn die Corona-Krise ist sozusagen nur der erste Teil der Bewegung. Das war sozusagen diese erste Abwärtsphase. Das war jetzt der unmittelbare Einschlag der Corona-Krise. Und der trifft Anleger generell unvorbereitet. Und was sich an so eine Bewegung anschließt, ist eben eine gewisse Hoffnungsrallye. Eine Hoffnung, dass es mit diesem Einschlag gewesen sein könnte. Das also im Prinzip in dem Moment, wo die Corona-Fallzahlen sinken, ja, dass wir ja irgendwie zur Normalität zurückkommen. Und das hat natürlich die Erholung der letzten Tage auch massiv bestimmt. Wir haben gesehen, dass tatsächlich die Peak-Infektionszahlen selbst in Italien und so weiter erreicht wurden. Auch in den USA scheinen wir jetzt so ziemlich am Höhepunkt zu sein. Und dass damit natürlich die Hoffnung kommt, dass wir Lockerungsmaßnahmen bekommen. Die sind am aktuellen Rand für Deutschland ja schon kräftig enttäuscht worden, wenn man sieht, wie schwer sich unsere Regierung tut, eine gewisse Normalität in der Wirtschaft zuzulassen. Aber wir brauchen gar nicht auf uns zu schauen. Schauen wir einfach nur mal auf China. Das ist ja das Land, was als erstes in die Krise gerutscht ist, was ja schon seit Wochen ganz, ganz niedrige Fallzahlen nur noch hat. Und selbst China ist weit davon entfernt, wirklich zu einer wirtschaftlichen Normalität zurückzufinden. Es ist offensichtlich viel, viel schwerer nach einem so langen Shutdown, hier wieder einen Restart der Wirtschaft hinzubekommen und an die Dynamik vergangener Zeiten sozusagen anzuschließen. Und das ist unseres Erachtens nach das, was als nächstes kommt. Wir sind also jetzt hier in der Hoffnungsrallye. Ich habe das mal auch mit dem orangenen farbenen Punkt markiert. Wir sind mittendrin. Wir wissen, wir werden uns gleich nochmal anschauen, wie nah wir schon am Ende dieser Hoffnungsrallye sind. Wir sind definitiv mindestens schon die Hälfte dieser Bewegung gelaufen, wahrscheinlich deutlich mehr als die Hälfte. Aber das nächste, was kommen wird, ist eine Phase des Erkennens. Wir werden erkennen, wie schwer, wie nachhaltig die Wirtschaft tatsächlich durch dieses Ereignis geschädigt wurde. Und da haben wir ja unseren eigenen Frühindikator, den frühesten Frühindikator, die Sendix-Konjunkturindizes. Und die machen das Ganze unseres Erachtens nach doch sehr plastisch. Wir haben hier mal die Entwicklung der Sendix-Konjunkturindizes, der Gesamtindizes abgetragen in Form von einer Tabelle. Sie brauchen die einzelnen Zahlen nicht zu sehen, sondern wichtig für Sie ist nur, A, die Zeitachse geht von unten nach oben. Das heißt, älteste Werte stehen unten, die neuesten stehen oben. Und Sie brauchen nur auf die Farben zu schauen. Rot heißt, wir befinden uns in einem Boom. Und dunkelblau heißt, ganz kühl sozusagen, wir befinden eine Rezession. Das heißt also von einer heißen Konjunktur, wie wir sie 2018 hatten, da war die gesamte Welt sozusagen im Boom, da war die Konjunktur sehr stark, befinden wir uns jetzt in einer tiefblauen Situation und das für den gesamten Globus. Also wenn man so will, Albert Edwards, ein bekannter Analyst von Société Générale, hat das schon vor vielen Jahren als die Ice Age Theorie betrachtet. Das ist Ice Age, was wir hier haben. Die Wirtschaft ist also wirklich in eine ganz tiefe Abkühlungsphase eingetreten. Und das Bewusstsein dafür, dass man aus einer solchen Situation nicht einfach herauswachsen kann, das glaube ich, das beginnt jetzt langsam zu reifen. Denn wir brauchen doch nur alle in uns selbst zu schauen. Wir bekommen zwar jetzt die Perspektive, dass am Montag die Geschäfte geöffnet haben, aber wer von uns rennt dann jetzt wirklich dahin und sagt, hurra, dass ich wieder shoppen gehen kann? Die allermeisten sind aus ihrem normalen Rhythmus herausgeworfen durch die Quarantänemaßnahmen. Und die sehr, sehr viele Leute sind auf Kurzarbeit und ganz, ganz viele haben immer noch Angst um ihren Job. Die werden einen Teufel tun und werden jetzt hingehen und sagen, hurra, ich gebe jetzt Geld aus. Das heißt, das ist zwar eine gewisse Lockerung, aber die Geschäfte werden große Probleme haben, auch nur ansatzweise eine Auslastung zu bekommen. Und das nächste große Problem in der Weltkonjunktur ist, und da gibt es ja sehr interessante Indikatoren, die zum Beispiel was darüber aussagen, wie viele Schiffe unterwegs sind.
dass sich der Schiffsverkehr global nicht erholt. Wir haben eine kleine Zwischenerholung in den letzten Wochen gehabt, die gerade schon wieder abreißt. Das heißt, es sind immer weniger Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs. Und das wird bedeuten, dass wir uns in 4 bis 8 Wochen darüber unterhalten werden, dass hier wirklich die Lieferketten ernsthaft geschädigt werden. Die Schiffe werden nicht mehr fahren, sie wurden nicht beladen. Und die eigentliche Belastungsprobe, nämlich dass uns teilweise die Teileversorgung ausgehen wird, und das wird natürlich dann auch einen wirtschaftlichen Neustart, einer Wiederbelebung im Wege stehen. Dieses Problem wird noch auf uns warten und es wird die nächsten 4 bis 8 Wochen zunehmend sichtbar werden, indem erste Sektoren, erste Unternehmen davon berichten werden, dass sie hier eben ernste Probleme in der Versorgungslage haben. Das heißt, der aktuelle Weg zurück zur Normalisierung ist überall auf der Welt viel zu langsam, um zu verhindern, dass die Wirtschaft in große Probleme bekommt. Und der Worst Case für die globale Konjunktur wäre natürlich, dass einzelne schwache Wirtschaftsunternehmen an den Rand der Insolvenz gedrückt werden, dass es also zu Kreditereignissen kommt. Denn eins ist mal klar, man kann einen gewissen Stillstand durchfinanzieren, aber wenn die Rechnungen, die offen sind, nicht mehr bezahlt werden, weil einzelne Firmen ausfallen, dann kann das natürlich am Ende sogar zu einer Kettenreaktion kommen, die auch Unternehmen infiziert, die eigentlich nicht in solche Situationen, solche Schwierigkeiten geraten wären. Und das wird dann die Staatengemeinschaft nochmal vor eine sehr, sehr große Herausforderung stellen. Und die jetzigen Hilfspakete und das, was man an Hilfsmaßnahmen ausgelobt hat, wird dann möglicherweise sich als viel zu gering erweisen und nochmal einen deutlichen Nachschlag erfordern. Ja, und dieses durchaus ein bisschen, ja, gloomige, negative Bild, tut mir leid, dass ich das so nennen muss, aber Sie sind von Sentix Klartext gewohnt. Und deswegen bringen wir das natürlich auch so, dass hier nochmal so ein bisschen die Übersicht, wo man auch nochmal sieht, wie stark die Sentix-Indikatoren hier eingebrochen sind. Das ist außergewöhnlich. Viele andere Wirtschaftsindikatoren haben das ja jetzt nachvollzogen. Aber das Entscheidende ist, die gesamte Welt ist in der Rezession. Das gab es so noch niemals zuvor. Zumindest nicht, solange die Leute gelebt haben oder leben, die jetzt am Markt noch aktiv sind. Keiner von uns kennt ein solches Szenario und wir sollten uns davor hüten, zu glauben, dass ein historisch einmaliges Ereignis ja sozusagen mit einer 4-wöchigen Irritation am Ende relativ schnell zur Seite gewischt wird. Die Effekte in die Realwirtschaft, wie gesagt, die sind relativ groß. Und die Anleger fangen das an zu realisieren. Wir hatten ja hier vor 4 Wochen noch die Situation gehabt, dass der strategische Bias, unser Indikator, der ja etwas darüber aussagt, ob die Anleger eine positive Grundstimmung für Aktien haben, der war vor 4 Wochen noch relativ hoch. Das heißt, am Ende dieser scharfen Korrektur waren doch noch einige Anleger bereit, die gesagt haben, hey, das ist eigentlich eher eine Chance, dieses gedrückte Niveau, was durch diese Panik im März entstanden ist. Aber in den letzten 3 Wochen hat hier ein massives Umdenken stattgefunden. Beide Anlegergruppen verlieren massiv an Grundvertrauen. Und das ist eben genau der Grund, warum wir glauben, dass es in den nächsten Wochen, möglicherweise ab Mai, nochmal eine Abwärtsbewegung nach unten geben wird, die eben von den Investoren getragen wird, die hier gerade das Grundvertrauen verlieren. Das sind alle diejenigen, die im März eigentlich nicht verkauft haben, weil es zu schnell ging. Und die kommen unter Druck. Die große Frage ist, wie gesagt, der Bias fällt ja schon, passiert es sozusagen unmittelbar, also geht es jetzt schon los nach unten oder haben wir noch 1, 2, 3 Wochen? Und da sind wir momentan noch eher der Meinung, wir haben noch 2, 3 Wochen, wo sich das Ganze noch halbwegs hält. Wir würden es ganz gern sehen, dass ein paar Leute von denen, die im März in Panik verkauft haben, nochmal vom Markt sozusagen zurückgelockt werden. Das ist nämlich auch eine ganz typische Spezialität des Marktes, dass er diejenigen, die früh verkauft haben, nochmal bestraft, indem jetzt eben diese Gegenbewegung kommt, die natürlich für all diejenigen, die auf dem Tief verkauft haben, extrem schmerzhaft ist. Und wenn einige von diesen sozusagen den zweiten Fehler machen, also nach dem ersten Fehler zu spät verkauft zu haben, nochmal den zweiten Fehler machen, sich nochmal reinziehen zu lassen, dann wäre der Markt in einer ganz gefährlichen Situation und dann würde der Mai sozusagen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich tiefere Kurse bringen. Kommen wir von den Aktien zu den Rentenmärkten.
Und diese werden momentan natürlich durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken massiv unterstützt. Das sieht man hier an unserem Themenbarometer Notenbankpolitik, wo wir sehen sehr, sehr hohe Werte. Die Anleger hoffen eben, dass sich eine Stabilisierung an den Finanzmärkten ergibt durch diese expansive Geldpolitik der Notenbanken. Aber was auch schon klar ist, die Wirtschaftskrise ist so stark, so deutlich, dass sie auf Dauer nur mit erheblichen fiskalpolitischen Maßnahmen einzudämmen ist. Und wenn es dazu kommt, wie wir es erwarten, dass es nochmal eine zweite Welle gibt, wo realwirtschaftliche Probleme nochmal deutlicher akzentuiert hervortreten werden, dann sollten wir nicht überrascht sein, wenn der Rentenmarkt belastende Einfluss der Fiskalpolitik noch stärker zum Vorschein treten wird. Diese Fiskalpolitik wird letztendlich eben nicht mit geldpolitischen Maßnahmen allein in den Griff zu kriegen sein, sondern sie wird sich deutlich auf der fiskalpolitischen Seite auswirken. Und das ist im Moment schon ein belastender Faktor. Und wie gesagt, jede Verschärfung des aktuellen Krisenumfelds dürfte dazu führen, dass die fiskalpolitischen Maßnahmen noch größer werden und damit der Negativeinfluss des Rentenmarktes eben noch deutlicher spürbar werden wird. Summa summarum erwarten wir, dass der Bondmarkt, wie wir es auch schon in unserem letzten Webinar und auch im Jahresausblick deutlich ausgeführt haben. Für uns ist der Bondmarkt Ballast. Es gibt keinen Grund, unseres Erachtens mehr ohne Not in Staatsanleihen, vor allen Dingen auch in Bundesanleihen investiert zu sein. Man hat eine negative Verzinsung, man hat historisch niedrige, flache Zinsstrukturkurven und damit eigentlich keine vernünftige Aussicht auf Gewinn. Und man hat eben mit über die Geldpolitik ein Treibsatz dafür, dass die Inflationsraten anziehen können. Wenn es dazu kommt, wie wir erwarten, dass sich die Lieferketten eben auch nicht stressresistent zeigen werden, dann wird es auch über diesen Aspekt zur Preissteigerung kommen, was eben auch die Inflation belasten kann. Und last but not least hat man, wie gesagt, den fiskalpolitischen Impuls. All das spricht dafür, dass die Bondmärkte ihr Tief gesehen haben, dass wir quasi ein Doppeltief 2019-20 jetzt vollzogen haben, die Tiefs also gesetzt sind und wir mittelfristig eher den Pfad haben, der Zinssteigerung Richtung ja, 0,5, 0,8% eventuell schon in diesem Jahr. Also wie gesagt, Bonds wird der diversifizierende Einfluss abhanden kommen. Ja, und ein weiteres Problem ist unseres Erachtens nach, dass die Zinskurven sehr steil werden dürfen. Wir haben das im Jahresausblick ja auch ausführlich dargestellt. Steile Bärenmarktparty haben wir das im Jahresausblick genannt. Es wird mehr und mehr sichtbar, dass es zu dieser Kurvenversteilerung kommt. Wir haben hier einen Indikator abgebildet in Blau, die Steiler der Zinsstrukturkurve in Euroland, wo man nochmal sieht, wie flach im Moment die Zinskurven in Euroland sind, historisch niedrig. Und die grüne und rote Linie, das ist eben unser Steilheitsindikator, der wird berechnet, indem man den Konjunkturindex nimmt von Zendix und rechnet Erwartung minus Lage. Und das ergibt dann die grüne bzw. die orangefarbene Linie. Und da sieht man eben ganz klar, die Indikation ist auf Kurvenversteilung gerichtet. So wie wir es auch in 2008 haben. Also auch 2008 haben wir ja hier in diesem Steilheitsindikator einen Anstieg gehabt, dem dann auch die tatsächliche Steilheit der Zinsstrukturkurve folgte. Die tatsächliche Kurvensteilheit folgt in dem Moment, wo sozusagen das Licht am Ende des Tunnels greifbar wird, wo die Märkte anfangen oder die Wirtschaft anfängt, eine Bodenbildung zu beginnen, dann wird dieser Treibsatz sozusagen richtig gezündet. Aber klar ist, hier ist ein enormes Risikopotenzial angelegt in diesem Indikator, sodass das ein weiterer Grund für uns ist, eben nicht auf der Bondseite, ohne Not zumindest nicht auf der Bondseite aktiv zu sein oder beziehungsweise investiert zu sein. Kommen wir ganz kurz zu den Währungen, Euro-Dollar. Auch hier ein Chart, den wir schon häufiger gezeigt haben. Was man sieht, ist, dass die Zinsdifferenzen bei Euro-Dollar gedreht haben, vom Dollar hin wieder zum Euro. Sprich, die Zinsen in den USA, die fallen momentan schneller, als sie es in Europa tun. In Europa haben wir ja letztendlich einen gewissen Floor eingezogen. Wir glauben nicht, dass die Negativzinsen, die wir hier speziell im kurzen Bereich in Europa haben, dass sie noch nennenswert unterboten werden können, während wir in den USA durchaus noch Luft nach unten haben. Und das wird dazu führen, dass
Euro-Dollar zumindest in die Stabilisierung geht. Wir haben hier einen relativ starken Support bei ungefähr 1,08 in Euro-Dollar. Wir werden auch eine Weile brauchen, bis wir diese Basis weiter ausgebildet haben. Aber mit dieser Zinsdifferenz im Rücken erwarten wir, dass die Reise von Euro-Dollar eher in Richtung 1,20 geht, als dass wir, wie gesagt, nachhaltig unter die 1,05 nach unten ausbrechen würden. Aber nicht nur die Zinsdifferenzen entwickeln sich zum Unterstützungsfaktor oder sind ein Unterstützungsfaktor für Euro-Dollar. Auch die Konjunkturdifferenzen, das zeigt Ihnen dieses Chart, in Blau wieder Euro-Dollar und in Orange haben wir abgetragen die Konjunkturdifferenz. Also wir nehmen hier den Senex-Konjunkturgesamtindex, rechnen Euroland minus die USA und man sieht, wenn diese Linie quasi steigt, also wenn das Konjunkturmomentum in Europa stärker ist als in den USA, da geht es also nicht um die absolute Entwicklung, sondern um den relativen Abstand, dann folgt Euro-Dollar dem auch nachfolgend und wenn diese Linie fällt, also das Konjunkturmomentum in den USA stärker ist, dann folgt im Regelfall auch Euro-Dollar und hier sieht man am aktuellen Rand einen Dreh. Die Konjunkturdifferenz beginnt also zu drehen, was nichts anderes bedeutet, dass momentan die Konjunktur in den USA sich schneller, stärker verlangsamt, als sie das in Europa tut. Und auch das trägt dazu bei, dass dieses wichtige Unterstützungsniveau um 1,05, 1,08 in Euro-Dollar unseres Erachtens nach eine gute Chance hat, verteidigt zu werden. Und dies, obwohl sowohl unser Euro-Breakup-Index als auch unser Politikbarometer, was wir gestern veröffentlicht haben, beide darauf hindeuten, dass die Euro-Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkommt. Sie ist wahrscheinlich schon in Ansätzen jetzt wieder da, nachdem die italienische Regierung die Hilfspakete oder die Hilfskredite vom ESM ablehnt, weil sie befürchtet, dadurch stigmatisiert zu werden und partout auf Corona-Bonds pocht. Wird dieses, wenn diese Haltung nicht korrigiert wird, wird es unweigerlich dazu führen, dass die italienische Regierung Probleme bekommen wird mit der Refinanzierung ihrer Staatsschulden und damit den Druck auf den Euro steigen wird. Und das ist nichts anderes wie eine kleine Neuauflage der Euro-Krise. Ja, ich sagte vorhin schon, es gibt bessere Diversifikatoren als die Bondmärkte. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Gold der bessere Indikator, der bessere Stabilisator, der bessere Diversifikator in der Krise ist. Gold hat den Vorteil, seitdem die Zinsen am Geldmarkt abgeschafft worden sind, hat es quasi keinen Nachteil mehr, Gold zu halten gegenüber dem Geldmarkt. Und wir sehen einerseits über Geldpolitik und Fiskalpolitik viele Hinweise darauf, die darauf hindeuten, dass die Inflationsraten mittelfristig ansteigen werden. Das kommt dem Gold zugute und was wir hier in diesem Chart zeigen, in Blau den Goldpreis in US-Dollar, in Orange die US-Staatsschulden im Prozent des BIP, dass es hier eine ganz enge Korrelation gibt. Das heißt, solange die Staatsschulden sich ausweiten, ist auch Gold allein über diesen Aspekt schon gut unterstützt. Und im Moment deutet ja alles darauf hin, dass die Staatsschulden in den USA wie auch in anderen Ländern rund um den Globus eher in hohem Tempo gesteigert werden. Und das sichert den Goldpreis nach unten ab. Deswegen bleibt für uns Gold weiter gut und stetig. Aber wir werden das dann später sehen, wenn ich an Patrick wieder zurückgebe im Risikoradar, dass im kurzfristig Gold natürlich taktisch schon einige Risiken aufzuweisen hat, weil die Anleger doch inzwischen relativ hoch investiert sind. Also eine Anfangsposition in Gold ist mit Sicherheit nicht verkehrt, aber wir können uns gut vorstellen, dass man über die nächsten 2 bis 3 Monate insgesamt, wenn man kontinuierlich in Gold investiert, man einen besseren Einstandspreis sich zusammenkaufen kann, als würde man jetzt auf dem aktuellen Niveau mit voller Size sozusagen in den Markt gehen. Ja, fassen wir nochmal zusammen den Marktausblick. Zu Corona, wie gesagt, prinzipiell nichts Neues von unserer Seite. Schauen Sie sich bitte unser Video, unser Webinar vom März nochmal an. Dort haben wir das ganze Problem im Detail analysiert. Es ist ein gravierendes globales Ereignis ohne Vorbild. Und das fordert nicht nur eine hohe Anpassungsfähigkeit an uns, sondern auch eine hohe Flexibilität im Denken. Und wir sollten auch uns immer bewusst sein, wenn man ein gravierendes globales Ereignis ohne Vorbild hat, dann wird dieses nicht einfach so wieder verschwinden. Also der Markt braucht mit Sicherheit jede Menge Zeit
Und sehr wahrscheinlich brauchen wir auch noch eine zweite Welle, um auch noch mal eine gewisse Empörung über dieses Event, über diesen globalen konjunkturellen Verfall, auch noch mal eine gewisse Empörung aufzubauen, die der Größe dieser Krise auch angemessen ist, so hart, so einschneidend die Märzkorrektur auch war. Sie wird unseres Erachtens nach nicht gerecht, weil in dieser Krise im März die Leute gar noch nicht die volle Tragweite der konjunkturellen Verwerfung erkennen konnten, sondern es war der Schock über diesen plötzlichen Shutdown. Daran haben wir uns jetzt gewöhnt. Der kurzfristige Ausverkauf hat seinen Höhepunkt erreicht. Es läuft im Moment eine Hoffnungsrallye im April ab, aber es ist unseres Erachtens nach sehr wahrscheinlich, dass es eine zweite Abwärtswelle geben wird. Die kann theoretisch sofort beginnen. Wahrscheinlicher ist es aber, dass es bis Anfang Mai noch dauert, bis diese zweite Welle sozusagen sich ausbilden kann, weil wir davon ausgehen, dass doch ein paar von denjenigen, die jetzt im März aus dem Markt zwangsweise herausgedrängt wurden, erst noch durch diese Hoffnungsrallye ein Stück weit wieder zurück in den Markt gelockt werden. Sollte das kommen, dann kann diese zweite Welle durchaus nochmal sehr schmerzhaft werden und auch ähnlich schmerzhaft werden, wie die erste Welle schon war. Bonds funktionieren unseres Erachtens nach nicht mehr gut zur Diversifikation. Taktisch mögen Bonds speziell in der ersten Phase dieser zweiten Abwärtswelle, die wir bei Aktien erwarten, da mögen Bonds taktisch noch Chancen haben. Aber wir haben es ja schon bei der letzten Welle gesehen, dass die Anleihen eigentlich nicht wirklich mehr gewinnen konnten in der Aktienmarktverwerfung, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass die Staaten, nicht nur die Geldpolitik, auch die Fiskalpolitik massiv gefordert ist, auch bereit ist, massive Beträge zu investieren. Und das führt unseres Erachtens nach am Ende dazu, dass mittelfristig das Inflationspotenzial steigt und dass die Zinsstrukturkurven insgesamt sehr steil werden. Also für Bonds bleiben wir strategisch sehr, sehr vorsichtig, sehr negativ. Stattdessen sind wir bei Gold auf der strategischen Ebene überzeugt, dass Gold gut und stetig ist. Und auf der taktischen Seite, wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen. Aber das zeigt Ihnen jetzt gleich mein Kollege Patrick Hussi, wie wir das Ganze, was wir hier analysiert haben, in den Fonds umsetzen und was die Fonds in diesem Jahr erreicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Manfred, für die sehr spannenden Thesen. Wie setzt man das Ganze nun in der Praxis um? Viele der genannten Aspekte lassen sich quantitativ bewerten. Wir tun dies sehr regelmäßig in unserem Risikoradar, den wir wöchentlich berechnen und auch einmal im Monat als Research publizieren. Wir bieten die Daten und das Research auch gerne Interessenten an. Wen das anspricht und wer da gern mehr wissen will, bitte bei uns melden. Nun, wie sieht dieses Risikoradar am aktuellen Rand aus? Wir sehen hier, dass Balken nach oben und nach unten ausschlagen. Schlagen sie nach oben aus, werden Chancen an den Märkten angezeigt, so wie aktuell beim DAX, Eurostoxx und bei den amerikanischen Indizes. Die blauen Balken spiegeln das aktuelle Niveau wider und die grauen Balken daneben zeigen den Vergleich, den wir vor 4 Wochen feststellen konnten. Das sagt nichts anderes, als dass der Ausverkauf Mitte März eine enorme Chance war, in Aktien zu investieren, die Aktienquoten zu erhöhen. Das hat sich etwas reduziert. Wir haben immer noch ein chancenreiches Umfeld, aber die Kraft dieses antizyklischen Indikators lässt nach. Und wie baut sich letztlich so ein Risikoradar auf? Wir werten Teilbereiche, dazu zählen beispielsweise Sentiment, die Positionierung der Anleger, Overconfidence von Anlegern, aber auch stark überkaufte und überverkaufte Situationen an den Märkten fließen da ein. Die werden quantitativ bewertet und am Ende kommt das Risikoradar raus, das letztlich auch auf Risiken hinweist. Und wo finden wir aktuell Risiken? Risiken werden uns bei den Renten angezeigt, allen voran bei den US-Renten. Die Risikosituation bei den Bundesanleihen war vor 4 Wochen noch höher ausgeprägt, das hat sich etwas abgemildert, aber bei Gold ist es noch etwas stärker geworden. Also gerade die Safe Haven
Assetklassen sind aktuell mit mehr Risiko belegt als mit Chancen. Und eine Assetklasse, die sehr positiv als chancenreich heraussticht, ist ganz rechts dargestellt, das Rohöl. Ja, diese Indikatoren werden von uns im Investmentprozess bewertet und wie wir das dann Ganze in eine Anlageentscheidung, in eine Fondsstrategie gießen, möchte ich Ihnen am nächsten Schaubild vermitteln. Wir haben für jeden Fonds eine neutrale Risikokompensation festgelegt. Dieser Risikomix ist langfristig das, mit was der Investor rechnen kann, wo er quasi dieses Produkt auch einstufen kann. Und dieser Risikomix ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Ich möchte Ihnen unser Vorgehen am Sentix Risk Return M erläutern. M für Multi-Asset-Fonds. Das ist der Mischfonds, der letztlich alle Asset-Klassen, alle Teilbereiche des Marktes bedient und wo Sie dann sehen, wie wir das Ganze umsetzen. Und von dieser Neutralposition weichen wir dann gezielt ab. Einerseits in der längerfristigen Strategieanalyse, wo wir sagen, ist es sinnvoll, einen solchen Risiko Beitrag zu halten oder strategisch davon abzuweichen. Hier fließen beispielsweise Makrofaktoren oder auch die Risikobewertung über den Risikoradar mit ein. Und darauf aufsetzend bewerten wir natürlich die Aktienmärkte auch mit unseren klassischen Sentiment-Indikatoren. Hierauf werden Modelle gerechnet und die haben dann den Einfluss, dass sie taktischer Natur den Investitionsgrad entweder weiter senken oder wie am aktuellen Rand sogar erhöhen. Das Gleiche machen wir dann auch ausgehend von diesem neutralen Risikomix auf der Rentenseite, analog Einfluss, Strategie und Taktik. Und wie das Ganze dann im Risk Return M aktuell aussieht, zeigt der nächste Chart. Und zwar sehen Sie am oberen Bereich die Aktieninvestitionsgrade, die aktuell bei rund 48% liegen. Hier haben wir auch den 4-Wochen-Vergleich mit dabei. Das war das letzte Webinar zur Corona-Krise. Da hatten wir diese Chancen, diesen Ausverkauf am Aktienmarkt genutzt und hatten eine sehr offensive Ausrichtung gehabt. Das heißt, in der Zwischenzeit hat eine Quotenreduzierung in Richtung neutral stattgefunden. Auf der Rentenseite, auch hier der 4-Wochen-Vergleich, sehen Sie, dass die Duration sich nur unwesentlich verändert hat. Wir waren Short und sind es auch bis heute. Sie sehen am Beispiel des Sendix Risk Return M, wie aktiv die Assetklassen, die Märkte gesteuert werden. Die Skala am Aktienbereich oder auch am Rentenbereich sind durchaus realistisch. Also diese Bänder werden auch dann besetzt, wenn beispielsweise die Strategie und Taktik in eine Richtung gehen. Und wir hatten in der Vergangenheit dann auch schon Quoten von 80%, hatten aber auch in der Vergangenheit schon Quoten, die in Richtung Null gegangen sind am Aktienmarkt. Immer dann, wenn Chancen und Risiken angezeigt werden. Wie sieht das Ganze aber im Zeitablauf aus? Weil das Ganze ist ja nur eine Momentaufnahme. Um Ihnen da ein gutes Gefühl zu geben, habe ich Ihnen mal die Steuerung der Assetklassen mitgebracht. Einerseits die Steuerung der Aktienquote, die Sie hier sehen. Um das Bild einfacher zu begreifen, sollten Sie sich erstmal auf diese waagrechte orangene Linie konzentrieren. Das ist die neutrale Risikoquote. Von der weichen wir in der Regel gezielt ab. Und das war zum Jahresanfang gar nicht gegeben. Da hatten wir fast den ganzen Januar hinweg unsere 40% gehabt. Hatten dann Ende Januar ein kurzes Kaufsignal, das die Modelle generiert haben. Waren wir auch hier long gegangen auf um die 50%. Und das Ganze hatte sich aber dann relativ schnell korrigiert. Von dieser Neutralquote sind wir an den Höchstständen des Aktienmarktes. Ich erinnere, Mitte Februar waren wir bei 13.700 im DAX. Sind wir auf eine deutliche Untergewichtung gegangen, haben die Quoten drastisch abgebaut, bis auf 15%. Da wir dann über Optionen zusätzliche Hedges eingebaut haben, hat sich dann im Februar hinweg die Quote bis auf 10% reduziert. Das hat dazu geführt, dass wir den ersten Abschwung im Februar ja nahezu unbeschadet im Portfolio überstanden haben. Mit dieser Kraft, mit dieser Stabilität konnten wir dann das erste Kaufsignal nutzen, das uns das Sentiment präsentiert hatte.
Wir waren da sicherlich im ersten Kauf noch etwas zu früh, aber diese Sentiment-Signale haben sich verstärkt, die haben sich quasi nochmals bestätigt und wir haben den Abverkauf dann nochmal genutzt für einen zweiten antizyklischen Aufbau der Quoten. Wir sind bis auf 60% Aktieninvestitionsquote angestiegen. Das heißt, das höchste Investment in Aktien hatten wir an den Tiefständen gehabt. So muss es sein. In dem Moment, wo viele andere panisch ihre Titel auf den Markt weggeworfen haben, haben wir die Hand aufgehalten und haben im Endeffekt das als günstige Einstiegsgelegenheit wahrgenommen. Sie sehen, dass in die Anstiegsbewegung die Quoten nicht mehr weiter ausgefahren wurden, sondern sogar quasi die höheren Kurse dann zum leichten Quotenabbau genutzt wurden. In der aktuellen Woche hat sich das nochmal etwas verstärkt. Wir sind jetzt schon unter 50% gefallen. Unser Blick richtet sich letztlich auch nach unten. Aber wann letztlich die einzelnen Signale kommen werden in den nächsten Wochen, kann ich heute noch nicht abschätzen. Was ich aber definitiv heute schon sagen kann, der Blick von uns ist nach unten gerichtet. Und wenn das stützende Sentiment, das im Moment die Quoten noch hochhält, wegfällt, dann werden wir sicherlich relativ zügig in eine deutliche Untergewichtung wieder zurückfinden. Viele sagen, okay, ich bin sauber, ich habe mein Risiko reduziert, ich bin jetzt auf der Bondseite nur noch die Notenbanken stützen und von daher kann ich durch die Krise kommen, auch wenn es eine schwere Rezession sein wird. Wir möchten davor warnen und möchten auch hier einen Akzent setzen, dass wir, denke ich, so in kaum einem anderen Fonds sehen werden. Wir sind nicht nur im letzten Jahr mit dem Warnhinweis über dem Sendex-Risikoradar short gegangen, sondern wir haben diesen Short auch in jüngster Phase akzentuiert. Auch das Risikoradar hat uns hierfür den nötigen Hinweis gesendet. Die gefährliche Blase, die am Anleihenmarkt von unserer Seite geortet wurde, hat sich letztlich dann eins zu eins in das Positionierungsverhalten im Fonds umgemünzt. Auch hier bitte ich zu beachten, dass eigentlich diese langfristige neutrale Risikoquote bei rund 2,6 Jahren liegt und wir in der Vergangenheit durchaus länger waren als dieser Risikomix, also durchaus offensiver auch unterwegs waren, aber seit dieser Zäsur im August letzten Jahres eigentlich immer wieder die Shortseite besetzt haben und lediglich leichte Erholungsbewegungen mit einem moderaten Durationsaufbau beantwortet haben, hier letztlich kleine Kursgewinne eingefahren haben und in der Corona-Krise, wie gesagt, erneut auf die Shortseite gewechselt sind. Wir glauben fest daran, dass die Zinsen Ballast bedeuten, die Zinsinvestments Ballast bedeuten in den Portfolien. Wir sind davon überzeugt, dass die Zinskurven sehr, sehr steil werden und dass das die passende Antwort ist für all diejenigen, die einen ja, Mehrwert erzielen wollen, wenn die Zinsen steigen. Ansonsten sollten sie sich nicht in Sicherheit wägen. Das Thema Gold, wir haben es auch im Research gehört, ist ein Thema, das uns stetig begleitet und wir diese Asset-Klasse sehr akzentuiert auch besetzen. Aufgrund der rechten Y-Achse sehen Sie eine Skala, dass Gold und Silber in der Vergangenheit bis zu 25% bei uns im Portfolio drin waren. Und immer dann, wenn wir eine Chance angezeigt bekommen haben, haben wir diese auch aktiv genutzt. Das war Ende 2017, im Sommer 2018 der Fall. Wir haben es auch Ende 2019 nochmals sehr akzentuiert genutzt. Aber die entscheidende Botschaft am aktuellen Rand ist, dass wir eigentlich nur moderate Quoten im Edelmetallsektor vorhalten. Das hängt damit zusammen, dass die Risiken, die uns angezeigt werden, im Moment als hoch bewertet werden. Das speist sich insbesondere durch das Positionierungsverhalten der Anleger, die natürlich das Heil in Safe Haven Anlageklassen suchen. Das ist ein Thema, das letztlich auch das Goldinvestment im Moment belastet und wir deswegen nicht die optimale Situation vorfinden, um hier große Bestände vorzuhalten. Das kann sich aber im Zeitablauf ändern. Wenn wir 3, 4 oder auch 6 Wochen nach vorne denken, kann es hier zu einer Risikoberuhigung kommen und dann werden wir uns auch diese Asset-Klasse wieder von der Long-Seite anschauen.
Ja, wenn man das Ganze sehr strukturiert abarbeitet, wenn man den Mut hat für antizyklisches Handeln und auch konsequente Verlustbegrenzung, dann kommt ein attraktives Profil raus. Und dieses Profil kann sich sehen lassen. Wenn wir uns den Risk-Return M anschauen in äußerst schwierigen Jahren, dann hat er im Jahr 2018 mit plus 3,2% absolute Defensivqualitäten gezeigt. Er hat im Jahr, in dem doch sehr viel zu enden war, 2019, auch seinen Torjägerinstinkt gezeigt. Und in diesem Jahr, wo doch viele auf dem falschen Fuß erwischt wurden und sich kaum einer die Dimension des Ganzen vorstellen konnte, war gutes Umschaltspiel gefragt. Wir sind mit minus 3,9% zwar immer noch im Minus, aber ich denke, die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Der Fonds eignet sich wirklich als attraktive Beimischung nicht nur für denjenigen, der eine Zinsersatzanlage sucht, sondern wirklich derjenige, der sagt, ich brauche einen Manager, der aktiv und antizyklisch die Risiken rausnimmt, aber auch eingeht, wenn es sich lohnt. Von daher überlegen Sie, sind Sie im Moment gut aufgestellt? Brauchen Sie so einen Baustein? Dann sollten Sie den Sendex Risk Return M auf jeden Fall in Ihrer Gesamtstrategie berücksichtigen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich wieder, wenn Sie bei Sendex vorbeischauen. Bleiben Sie gesund und ja, alles Gute, bis demnächst.